Yo, yeah! Willkommen zu Britta's Talk. Heute habe ich zwei ganz unterschiedliche Gäste neben mir sitzen. Einmal der alte Hase im Showgeschäft, Produzent und Deutschrock-Sänger Jens Hart und der Newcomer-Rapper Jay Rowley aus Amerika. Hallo ihr zwei, schön, Hallo. Dass ihr hier seid. Ja, good day. Jay Rowley, bevor wir anfangen, das Interview Deutsch zu führen, ist okay für dich? Okay, ja, das ist okay. Ich kann Deutsch verstehen und auch sprechen. Sehr gut. Und Jay Rowley ist auch richtig ausgesprochen. Das ist korrekt. Sehr gut. Aber jetzt, was ich nicht so ganz verstehe, wie kommt man zu so einem Namen? Ja, das ist so. Mein Name ist John und für viele Jahre habe ich eine Rolex gekauft. Ich wollte cool sein und alles. Und dann habe ich gesagt, wenn ich irgendwann ein Künstler werde, richtig auf die Bühne, dann mein Name wird Jay Rowley sein, wegen dem Rolex, ne? Und das ist bei mir geblieben so. Aber jetzt hast du ja gar keine Ahnung. Ja, weil ich muss irgendwie anders sein. Und später, ich werde andere Uhren tragen, die noch besser sind wie Rolex wahrscheinlich. Da sind wir aber mal gespannt. Ja. Ich meine, du kommst ja aus Amerika, Kalifornien. Genau. Und bist aber jetzt schon länger in Deutschland. Wie bist du nach Deutschland gekommen? Ja, als ich 17 Jahre alt war, ich bin nach Deutschland gekommen als junger Soldat. Und ich bin hier geblieben. Das gefällt mir sehr. Und ich bin seit 27 Jahren oder so hier. 27 Jahre schon? Genau. Und möchtest du auch irgendwann mal wieder zurück nach Amerika? Ja, ehrlich gesagt, ich fühle mich sehr gut hier und relaxed. Ich bleibe so lange, wie ich bleiben darf. Ja, sehr schön, da freuen wir uns. Okay. Du singst ja auch, rappst. Wie bist du denn zur Musik gekommen? Ja, das hat angefangen als kleiner Junge. Ich habe für meine Eltern und für meine Relatives immer so getanzt und alles. Und dann später ist es so gewesen, dass ich nach ein paar Jahren gesagt habe, ich will irgendwann auf die Bühne. Ne? Und ich kämpfe schon seit vielen Jahren und ich glaube, das geht langsam. Mit Sicherheit. Und wie kommst du zu den Songs? Schreibst du die selber? Ja, ich schreibe die Songs alle selber. Das sind meine Texte, meine Gedanken und alles. Und ich mag das aus Spaß und ich will sehr kreativ sein. Und von daher kommt das her. Und wie gehst du davor? Ja, ehrlich gesagt, ich denke, ein Beat und ein Melody ist das Wichtige bei Musik, immer egal wo. Und es ist halt so, ich nehme mir erstmal die Beats und die Melodies und dann diese Songs, was ich dann habe in meinem Kopf, das kommt raus aus meinen Gefühlen für diese Musik. Und war das auch so bei deiner neuen Single Party Time? Wie bist du da vorgegangen und um was geht es in dem Beat überhaupt? Okay, ich würd ehrlich sagen, ich habe diese Beat und Melody schon seit länger, ne? Und ich habe gesagt, irgendwann kommt der Zeit, wenn ich benutze das für was Spezielles, ne? Und einen Tag habe ich mich hingesetzt und ich habe gesagt, irgendwie alles wird geändert mit dieser Corona und sowas. Es wird nicht mehr so Maske getragen und so. Und dann habe ich gesagt, hey, ich muss ein Lied schreiben über Corona. Und du hast ja für dieses Musikvideo hast du ja einen Produzenten gesucht und hast da den Profi genommen, Jens Hart. Jens, hallo. Oh, hallo. Jetzt darfst du auch mal was sagen, denn ich habe nämlich auch die nächste Frage, geht nämlich jetzt an dich. Okay. Wie ist denn die Zusammenarbeit genau zustande gekommen? Er hat versucht, mich zu kontaktieren und hat das dann über 3-4 verschiedene Wege hat er es dann geschafft. Und hat mich dann angeschrieben, dann haben wir Telefonnummern ausgetauscht, er hat mich angerufen. Dann erzählte er mir von seiner Sache, die er vorhatte. Und ich sagte ihm dann, okay, schick mir mal den Song zu, ich höre da mal rein, ob das überhaupt was ist, was mir gefällt oder wo ich sagen kann, okay, damit kann ich arbeiten. Der schickte mir dann also Party Time zu, ich habe mir den Song dann 2-3 Mal angehört und habe gedacht, okay, da kann man ein super Video draus machen. Und dann haben wir wieder telefoniert, das dauerte dann gleich so 1-2 Stunden, das Telefonat. Und so kam dann die Zusammenarbeit. Dann habt ihr gleich zusammengesessen und das Video gemacht. Und wie lange ging der Dreh? Also wie gesagt, wir sind dann 2 Wochen später, haben wir uns dann in Stuttgart getroffen. Er kümmerte sich um die ganzen Location, die wir brauchten. Und ich fuhr dann quasi nach Stuttgart. Und dort haben wir dann 2 Tage lang komplett aufgenommen.
Das war in einem Hotel. Die hatten eine Suite in einer riesen Außenterrasse von über 40 Quadratmeter. Dort haben wir gedreht. Dann haben wir mit einem Ferrari in der Lackiererei in Stuttgart bei der Firma Venezia gedreht. Und am Stuttgarter Flughafen haben wir gedreht. Und am nächsten Tag haben wir dann abends im Seaside Club in Stuttgart gedreht. Den haben wir dann abends angemietet und haben dann da quasi die halbe Nacht die ganzen Szenen gedreht. Das hört sich noch echt viel Spaß an. Mhm. Ihr habt ja auch das Video mitgebracht und ich denke mal, da schauen wir jetzt mal rein. Ja, gerne. Party time. You got a plug? Well, I got mine. I got a vaccine that'll make you feel fine. They call it party time, party time. It's party time, party time, party time. You got a plug? Well, I got mine. I got a vaccine that'll make you feel fine. They call it party time, party time. Party time. Ey, Mann, das, also ich hätte jetzt am liebsten Lust, sofort hier aufzustehen und Party zu machen. Yeah. Ist ja echt klasse, das Video. Okay, danke. Super, also es gefällt mir echt sehr, sehr gut. Danke. Jay Rowley, jetzt sag doch mal, wie war denn die Zusammenarbeit für dich mit Jens Hart und den anderen? Ja, ich muss ehrlich sagen, ich bin sehr, sehr zufrieden. Der Jens ist sehr strukturiert, muss ich sagen. Sehr professionell Arbeit macht er. Und von meiner Disziplin, von der Military und alles, sowas ist nur zu wollen haben. Ne? Und ja, das ist gut, wenn man mit ihm arbeitet, das ist so, dass man hat immer dieses Ziel im Augen. Ne? Und ich bin zufrieden mit dem Jens. Freut mich. Kann nur sagen, alter Hase im Showgeschäft, ne? Mhm. Und wann erscheint deine Single, Party Time? Ja, das ist so, meine Single Party Time, der wird am 14. Oktober rauskommen in fast alle digitalen Plattformen und dann später, eine Woche später, am 21. Oktober, wird das Video bei YouTube erscheinen, ne? Und das ist für alle zugänglich dann. Ja, das ist ja schon bald hier, ne? Ihr wisst, merkt euch das Datum auf jeden Fall vor. Wo kann man dich denn erreichen, wenn man jetzt noch mehr über dich wissen möchte? Ja, natürlich. In der Zwischenzeit würde meine ganze Social Media bisschen upgedatet. Ne? Und Jay Rowley the Real ist Instagram, wo die meisten Leute mich finden. Und John Tyler im Facebook. Ne? Man sieht natürlich der Ferrari Lenkrad drin. Da kannst du mich finden. Okay, dann wünschen wir dir auf jeden Fall noch alles Gute mit deiner neuen Single, dass alles so klappt, wie du es dir wünschst. Vielen Dank. Und bevor wir jetzt aber Schluss machen, habe ich jetzt noch mal ein, zwei Fragen an dich, Jens. Okay. Ich meine, deine neue Single kommt ja auch bald raus. Warum? Am 2. Januar und das Video am 9. Januar. Worum geht's denn in deinem neuen Song? Also, warum ist der erstmal seit zweieinhalb Jahren wieder eine erste Rockballade, die von mir kommt. Und dieser Song oder dieses Video, ist eigentlich ein Albtraum. Ein Albtraum? Ja, das ist eine Geschichte, die eine Frau nachts im Schlaf träumt und morgens dann wach wird und feststellt, die Realität ist eigentlich die, die sie gerne hätte. Also das ist eigentlich alles im grünen Bereich. Ja, aber sie träumt halt eben in diesem Traum, dass ihre Beziehung auseinandergeht und sie ist völlig am Boden zerstört. Ja, und am Ende, wie immer, wird alles gut. Und wo hast du überall gedreht und wer war alles dabei? Also ich habe dieses Mal gedreht hauptsächlich also in nur Kiel und Frankfurt. Aus dem einfachen Grund in Kiel. Ich habe, wie gesagt, Fabian Zart von Hamburg mit dabei. Den kennt man ja aus der RTL2-Serie Hamburger Privat oder Hamburger Kiez Privat. Ja, den hatte ich ja auch schon bei Tattoos dabei gehabt. Dann habe ich den indischen Schauspieler Brashak, glaube ich, heißt er mit Nachname. Ich kann den nie aussprechen. Prashant Jaiswal. Ja, genau, richtig, cool. Richtig. Das ist richtig. Ja cool. Den habe ich mit dabei. Und wie gesagt, Fabian wohnt ja in Hamburg und Brashant wohnt in Göttingen. Und da war natürlich Kiel am nächsten, weil in Kiel wohnt ja die Marina, mit der ich ja schon seit vielen, vielen Jahren zusammenarbeite. Und sie hat sich auch in Kiel um die Location gekümmert. Sie hat da eine wunderbare Cocktailbar an Land gezogen, wo wir bei dem Paolo drehen durften. Und so hat sich eigentlich der Hauptdreh nach Kiel verlagert, weil das für die Leute einfach näher war als Frankfurt. Ne? Und in Frankfurt habe ich dann mit dir und deinem Mann natürlich die Nachtszenen gedreht in Frankfurt an der Alten Oper.
Dann wünsche ich euch auf jeden Fall alles Gute mit euren Songs und ich bin schon sehr, sehr gespannt, was nächstes Jahr noch alles von euch zu hören ist. Ja, danke schön für die Einladung. Thank you. Sehr gerne. Ja. Ja, und wenn ihr noch mehr wissen möchtet über Jens Hart und oder Jay Rowley, dann geht auf die Homepage von Jens Hart oder über Facebook und Instagram von Jay Rowley. Die ganzen Adressen schreiben wir dann noch unten in die Beschreibung mit rein. Ja, ich kann mich nur sagen, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt und das war Britta's Talk mit Britta.